Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zu Bambini Online. In diesem Video geht es um Klima, Klimazonen und um ein Bewegungsspiel. Auf dieser Karte könnt ihr die verschiedenen Klimazonen dieser Erde sehen. In den unterschiedlichen Klimazonen leben verschiedene Tiere, die sich genau dort wohlfühlen, weil in diesen Gebieten die Temperaturen, also das Wetter und die Landschaft, zu ihrer Lebensweise am besten passen. Einige Tiere leben in den Bergen, andere leben im Wasser oder im Dschungel bei hohen Temperaturen und wieder andere bei sehr niedrigen Temperaturen im Eis. In den verschiedenen Zonen wachsen unterschiedliche Pflanzen, die dem dort herrschenden Klima, also den Temperaturen und der Niederschlagsmenge, besonders gut zurechtkommen. Die Pflanzen im Regenwald benötigen besonders viel Feuchtigkeit. Pflanzen in der Wüste kommen mit ganz wenig zurecht. Auf unserer Karte hier seht ihr zum einen dieses türkisfarbene, das ist das Wasser. Und dann seht ihr in dunkelblau die Polarzonen. Dort wohnt zum Beispiel der Eisbär oder die Robbe. Wir haben diese Zone am Nordpol und am Südpol. Es gibt kurze Sommer und lange Winter, die bitterkalt und schneereich sind. Dies ist die Polarzone. Dann haben wir die gemäßigte Zone. Das ist alles, was hier grün ist, hier und auch dort unten. Dazu gehören große Teile Europas zum Beispiel. Es gibt vielfältige Naturlandschaften, unter anderem Laub- und Mischwälder. Die Temperaturen sind gemäßigt, das heißt nicht extrem heiß oder kalt. Es gibt außerdem vier Jahreszeiten, die ihr sicher kennt. Die heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ganze Jahr über gibt es normalerweise ausreichend Niederschlag, also Regen. Ihr kennt sicherlich die Tiere, die in unseren Gegenden unterwegs sind. Ich habe hier ein Reh und einen Falken. Dann haben wir die Tropen. Das ist das Orangene hier. Dazu gehören Äquatorregionen, also das sind Regenwälder und Grasländer der Savanne. Es ist sehr feucht und heiß in den meisten Gebieten dort. Jahreszeiten gibt es keine, doch ein Wechsel zwischen Regen- und Trockenzeiten. Hier seht ihr Tiere, die in den Tropen wohnen. Das ist zum Beispiel im Regenwald, sind das die Affen und die Giraffe, die gerne in der Savanne unterwegs ist. Und dann haben wir die subtropische Zone. Dazu gehören Steppen und Wüsten in den verschiedenen Kontinenten. Hier sind diese gelb gekennzeichnet, hier und dort. Es gibt Regionen mit Regen- und Trockenzeiten im Wechsel, sowie Gebiete, in denen es das ganze Jahr über gar nicht regnet. Hier haben wir dann eine Schlange. Die kommen in der Wüste gut zurecht. Und nun kommen wir zu dem Bewegungsspiel, das Klimazonenspiel. Ihr könnt euch also in diesem Spiel, wenn es dann losgeht, frei bewegen, gerne auch zur Musik. Und sobald eine Klimazone genannt wird, führt ihr die folgenden Aktionen durch. Bei der Polarzone, wo es eben sehr, sehr kalt ist und wo es sehr viel Eis gibt, erstarrt ihr vor Kälte. Bleibt einfach stehen, haltet inne. In der gemäßigten Zone, ihr erinnert euch, dort, wo es die vier Jahreszeiten gibt, legt ihr euch entspannt hin. Ihr könnt so tun, als wenn es eine Wiese ist und genießt die Sonne. In den Tropen rettet ihr euch vor dem Regen unter ein Regendach. Und in der subtropischen Zone, da ist der Boden so heiß, dass ihr auf der Stelle tippelt, um euch nicht die Füße zu verbrennen. Okay, auf geht's. Tropen, Tropen, ganz heiß. Okay, und weiter geht's. Wir hüpfen mal. Könnt ihr Hampel machen? Yeah. Und Achtung. Subtropisches. Ja. Okay, wir rennen auf der Stelle. Und Knie hoch. Gemäßigte Zone. Super, genau. Und weiter geht's. Wir bewegen mal die Arme. Und
Achtung, tropisches Klima. Und Achtung, jetzt noch. Und Regenwald. Subtropisches Klima. Und Gemüse. Tropische Zone. Bundesrat. Sehr gut. Und subtropische Zone. Regenwald, genau. Polarzone. Tropische Zone. Gemäßigte Zone. Ihr wisst nun, wie wichtig die Umgebung für die Tier- und Pflanzenwelt ist. Umso wichtiger ist es, diese zu schützen. Wenn ihr der Natur und unserem Lebensraum etwas Gutes tun wollt, dann nehmt doch beim nächsten Spaziergang einen Müllbeutel und Handschuhe mit. Und sammelt dabei Müll, den ihr findet. Bitte achtet aber gut darauf, was ihr einsammelt. Es darf nicht scharf oder spitz sein, damit ihr euch nicht verletzt. Am besten sprecht ihr euch nochmal mit einem Erwachsenen ab. Wenn ihr bei diesem Film heute dabei wart, dann könnt ihr in euren Trainingsplan einfach eine Sonne zeichnen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.